Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, wie meistens macht den Anfang unserer Folge die Vermittlungsnachricht. Die niedliche Border Collie-Hündin von voriger Woche war eine Ausreißerin aus Leina und ist zurück in ihrem Zuhause. Für die junge Labrador-Hündin, die am 10. Mai zum Himmelfahrtstag zwischen Winterstein und Schmerbach gefunden wurde, haben sich allerdings keine Besitzer gemeldet. Nach der Bleibefrist stellen wir diese Hündin hier zur Vermittlung vor. Heute präsentieren wir zwei ganz verschiedene Tiere, beide mit traurigem Schicksal. Am 12. Mai wurden zwei Kaninchen in der Nähe von Seebergen gefunden. Dabei war ein sehr schönes Kaninchenmädchen, ein Russenmix, das auf ungefähr 3 Jahre geschätzt wird. Das zweite Kaninchen, ein brauner Rammler, war leider so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste. Entweder sind die beiden ausgebüxt oder sie sind ausgesetzt worden. Nun ist das Kaninchenmädchen ganz allein in der Arche Noah und fühlt sich ziemlich einsam. Vielleicht gibt es Besitzer, die ihre Kaninchen vermissen oder jemanden, der dazu Hinweise geben kann. Wenn sich niemand meldet, werden für das schöne Kaninchen verantwortungsvolle Tierfreunde gesucht, wo es ein artgerechtes Zuhause bekommt. Nun stellen wir den Beagle-Rüden Pete vor. Pete hatte wohl nur am Anfang seines Lebens ein schöneres Hundeleben. Da durfte er mit im Haus wohnen und ist nach Angaben seiner ehemaligen Besitzer stubenrein. Pete wurde im November 2005 geboren und lebte die letzten 8 Jahre ausschließlich an der Kette. Da dies in Deutschland verboten ist, musste der Hund auf Anweisung des Veterinäramts ins Tierheim gebracht werden. Pete sucht nun so schnell wie möglich ein neues Zuhause, wo er seine letzten Hundejahre als echter Beagle genießen kann. Wie wird sich der arme Pete als Jagdhund an der Kette gelangweilt haben? Das soll nun anders werden. Natürlich ist Pete nun schon 13 Jahre und sieht nicht besonders sportlich aus wie manch anderer seiner quirligen Rasse. Aber es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Wenn Pete mehr Bewegung bekommt, wird der Frustspeck sicher verschwinden. Von seinen Vorbesitzern wurde er als wachsam beschrieben. Autofahrten mag er nicht. Mit Kindern hatte Pete keinen Kontakt. Ein kuscheliger Familienhund wird er mit seinen 13 Jahren, davon 8 Jahre angekettet, sicher nicht mehr werden. Für ihn werden Beagle-Freunde gesucht, die wissen, wie ein Beagle ist und was ihn glücklich macht. Die Interessenten sollten sich am Anfang mit Pete viel Zeit nehmen, um ihn in der Arche Noah kennenzulernen. Die Mitarbeiter stehen gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Wenn sich Pete wieder geborgen, sicher und zum Menschenrudel zugehörig fühlt, kann das neue Hundeleben beginnen.